Hallihallo, hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Dragonlance. Ich bin Serdü und wir gehen mal wieder hier rein. Ich glaube, Passage der Paramnesie ist, glaube ich, dann das nächste hier. Machen wir wieder auf Meister. Schauen wir mal. Momentan allerdings ganz cool, dass wir diese Bonuskapitel, dass wir da nicht wirklich viel herumrennen müssen, oder? Für Passage auf Morgan Kowee Collections. Ja. Ja, das ist doch gut. So, wir können natürlich sagen, okay, gut, komm, wir lassen mal die Zwischensequenzen an, dann haben wir gleich mal noch ein paar Thumbnails. Das ist gar nicht so schlecht. Wahrscheinlich. Ja, von mir aus. Ja, das ist ja schon ein ganz schöner Dicker, muss man sagen. Okay, und weiter geht's. So, wir versuchen jetzt vielleicht auch mal schon mal ein bisschen darauf Wert zu legen, dass wir wirklich mal ein bisschen schneller auch mal vorankommen. Können wir den Dungeon vielleicht mal in einem Speedrun machen. Gucken wir mal. Also so schnell es geht halt. Lassen halt auch mal den Loot halt gleich mal liegen. Hat sich, wurde da noch was gespawnt? Ne? Nee, nee. Okay. Gut, so, dann geht's weiter. Okay, hier haben wir noch, es regnet Giftpilze. Hat mir die Tänzerin etwas besser gefallen, weil die noch einen Jump hatte. Zum Ranspringen und so. Momentan kann der, glaube ich, gar nicht angegriffen werden. Zack. Machen wir mal die Ulti. Jetzt. Okay, der ist auch platt. Müsste jetzt eigentlich weitergehen. Ne, doch, noch nicht. Noch nicht ganz. Was auf jeden Fall auch ganz cool ist, ist halt wirklich dieser Skill hier. Damit gewinnst du zumindest etwas Entfernung, würde ich sagen. Weil das Problem ist halt, dass du halt wirklich keinen richtigen Dash hast oder sowas in die Richtung. Das ist ein bisschen nervig hier bei der Schamanin. So, komm, weiter geht's. Go, go, go. Schneller, schneller, schneller. Schneller! Schlafende alte Buch aus dem Bücherregal ist aufgewacht. Okay. So, zack. So, das ist ein... Lalalala. Dummdi-dummdi-dai. Und wir kloppen die Bücherei. In der Bücherei. So. Ich will jetzt eigentlich einfach nur versuchen, relativ schnell durch den Dungeon halt auf jeden Fall durchzukommen. Ist eigentlich ganz cool. Hab jetzt allerdings auch schon wieder keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Ja, die Monster spawnen halt auch mega lange, also. Müsste fast alles gewesen sein. Nee, okay. Aber da fehlt noch was. Weiter geht's. Okay, das ist wohl jetzt schon die Boss-Sequenz. Ihr Narren, habt ihr mich nicht gehört? Dieser Ort ist nicht für euch gedacht. Achso. Na gut, von mir aus. Kommt, meine Lakaien, Gute, du sollst es sein. Ja, holt sie hier raus. Ein Schrei darum. Ach
Achso, ja, wo könnte man nur etwas zerbrechen hören? Ah, hier in diese Richtung, okay. Na komm, lauf, lauf. Lauf, kleine Dylani. Lauf, lauf, lauf. Ja, ich werde vielleicht auch dann nochmal ein bisschen rumschreien wegen einer Gilde. Habe ich mir gerade mal so überlegt, ja. Werde ich mal schauen, wo es mich vielleicht hin verschlägt. Ob es da vielleicht dann ein gutes Angebot rauskommt. Bei rauskommt und gucken wir halt einfach mal. So, zack. Weil ich habe ja jetzt momentan keine Gilde und ja, warum sollte ich jetzt nicht die zusätzliche Werbung vielleicht noch nutzen? Ich hatte das ja, meine Gilde hatte ich ja eigentlich erstellt gehabt, um ja, vielleicht mit meiner Reichweite, die ich halt manchmal teilweise habe bei dem Projekt, oder ich im Allgemeinen habe bei dem Projekt, um da halt ja, für Leute halt ja, irgendwie so eine Gemeinschaft halt zu finden, sagen wir es mal so. Das war eigentlich so mein Zielsetzung oder mein Gedankengang gewesen bei der Gilde, aber ich hatte leider nicht wirklich so die Reichweite bekommen, die ich jetzt erwartet habe. Kann man das irgendwie skippen? Nee, leider kann man die Zwischensequenzen dann gar nicht mehr skippen, wenn man die Zwischensequenz anschaltet. Also ist das, ja, ich weiß nicht, also von mir aus können sie ja kommen, die Zwischensequenzen, ne? Aber solange man sie skippen kann halt noch, weil das ist jetzt, ja, es gibt Zwischensequenzen, ne, die lohnen sich halt echt. Und das hat war jetzt zum Beispiel keine, die sich gelohnt hat. Also wir machen jetzt einfach mal alle Buffs an. Zack, 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 zack. Und allein durch die Buffs bekommt er halt Schaden ohne Ende. Schaden auf Doom. Jetzt noch die Ulti rein. Gut, jetzt mache ich hier noch ein paar Skills. Zack. Ja, also im Grunde genommen, es ist halt sehr einfach halt momentan, ne? Also gut, ich weiß jetzt nicht, wie es dann halt im Vergleich aussieht, weil jeder hat ja dieses Equipment, ne? Aber diese Klasse ist schon hält halt ein höheres Level erreicht. Boah, das ist doch gut. So, 71%. Wir drücken mal die Kiste und ja, sieht doch schon mal gut aus. So, achso, wir haben jetzt hier, achso, wir kriegen jetzt hier auch noch das Equipment teilweise jetzt raus. Okay, gut. Kann man machen, muss man nicht. Haben wir auch hier der Pilzkopf noch. Ja, aber die Reparaturkosten sind auch recht. Na gut, aber ich denke, es gibt, glaube ich, mehr bei rum. Es kommt mehr bei rum, als wir reparieren müssen. Und ja, der Dungeon ist schon vorbei. To the Passage of Broken Recollections. War ich da jetzt nicht richtig? Bin ich jetzt hier falsch? Also ich muss noch mit ihm reden. Ich kann doch nicht raus. Aber wo ist er denn? Wo steckt er denn? Da hinten. Sag ja. Aber ich hatte jetzt nur keinen. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend halt, wenn du halt keine Meta-Angabe hast oder so. Du verlässt dich auf die Meta-Angabe und dann, ja, es ist halt irgendwie manchmal nicht gegeben. Halt irgendwie ein bisschen kacke. Ja, manchmal ist das halt komplett da und manchmal halt auch überhaupt nicht. Naja, aber so ist das halt. Rubindrachen ist Vergangenheit. Okay. Wie konntest du das nur aufhalten? Punkt, Punkt, Punkt. Ausrufezeichen. Wie kannst du es wagen, mich mit solch lächerlicher Magie? Die Elfe ist auch stark, doch. Du bist der Stärkste hier. Nicht schlecht für einen Menschen. Du redest zu viel, Rubindrache. Nee. Und jetzt? War's das auch schon? Achso, das war jetzt eine Geschichte halt dazu, okay. Jetzt sind die zwei NPCs gerade erschienen im Hintergrund. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich nochmal mit den beiden reden müssen. Zack, 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 bla 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 und noch mehr bla 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 bla. Also, falls ihr das nicht wisst, also wie gesagt, ich lese mir das alles durch, ne? Ich speichere das gedanklich ab. Und ja, wenn ich dann irgendwo hinlaufe oder wenn ich jetzt zum Beispiel so rede, darüber versuche ich das nochmal geistlich nochmal so ein bisschen im Kopf nachzuvollziehen, was denn da gerade so stand. Und ja, also nicht, dass ihr denkt. Ja. Was ist das jetzt hier schon wieder? Was in 5 Sekunden zurückkehren? Achso. Das ist der Port nach draußen. Sieht so aus, ne?
Okay, und ich denke, das wird es dann erstmal auf jeden Fall gewesen sein. Und ich würde sagen, an dieser Stelle werden wir uns mal verabschieden in die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst ein Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.